Ja, ich würde mal behaupten, da hat sich ein bisschen was getan in der letzten Folge. Aber zuallererst mal hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge hier heute. Ich glaube, zur achten müsste das sein. Und wir werden uns ganz primär hier mit diesem Gebäude beschäftigen, wo ich mich schon mal ein bisschen vorbereitet habe. Und zwar, wenn ich hier reingucke, ich habe hier schon mal ein Stockwerk eingezogen, weil wir haben ja zuletzt ausgerechnet, bei 62 Metern Gesamthöhe von diesem Gebäude und 16 Stockwerken haben wir hier ungefähr 3 Blöcke pro Stockwerk, was ja hier unten definitiv schon mal nicht passt, weil hier unten, es muss eigentlich ja so ein ewig hoher einladender, ausladender, wie auch immer, Laden sein. Also es muss eigentlich deutlich imposanter werden hier unten. Aber ich weiß nicht, wo ich die weiteren Blöcke hernehmen soll. Heißt, ich mache das einfach mal ganz am Ende, teile jetzt alle Stockwerke gleich auf und schiebe das ganze Gebäude einfach am Ende, soll es sein, nochmal um ein paar Meter in die Höhe. Das ist ja, glaube ich, dann nichts mehr, was man nach Augenmaß noch sehen kann. Oder vielleicht köpfe ich da auch einfach dann ein Stockwerk oben weg. Mal schauen, wie ich das dann genau mache. Jetzt teile ich das Ganze heute erstmal hier möglichst sinnvoll auf. Und dazu fange ich jetzt an hier auf dieser Ebene. Und zwar wird es jetzt spannend, weil die Fenster beim letzten Mal in diesem Format können diesmal nicht so groß werden, weil jetzt ziehe ich einmal den Boden auf der richtigen Höhe ein. Das wäre dann so. Ja, ihr seht schon, das passt hier nicht ganz zusammen. Heißt, die Fenster werden maximal so groß, aber die sind ja auch nicht quadratisch. Wie machen wir das denn jetzt? Weil, beziehungsweise ein Problem kennt ihr ja noch gar nicht, beziehungsweise ihr erinnert euch vielleicht, das ist dieses Problem hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und wieder einer Abstand. Genau so ziehen sich dann ganz hier oben noch so komische Bögen lang, die uns hier die Fenster mehr oder weniger unterteilen. Und beim letzten Mal hatten wir halt ein Fenster in dieser Breite, aber jetzt will ich es dann nicht quadratisch haben, heißt diese Breite passt nicht. Wie mache ich das dann? Ja, blöd. Auch blöd, es soll ja mittig sein. Da müssen wir wohl oder übel mal wieder auf die Schüssel und Bitsmod zurückgreifen, auch wenn ich mit der jetzt nicht mehr ganz so viel machen will, weil es einfach zu viel Zeit und Leistung verbraucht. Also ich werde die meisten Gebäude auch ganz normal mit Glasscheiben und so ausstatten. Aber hier bei dem Gebäude mit Wiedererkennungswert und allem, was ja irgendwo auch Erinnerungen wecken soll, als kleines Easter Egg dienen oder wie auch immer, da würde ich sagen, mache ich mir diesen Aufwand einfach nochmal. So, dann hier habe ich direkt mal mit abgezählt, habe ich einen mehr, also da mache ich die Bögen einfach größer, auch hier drüben nochmal, wo immer ein Doppelfenster drunter gehört, weil ich muss halt irgendwie noch 2 Blöcke verbraten und dann hat sich das gut angeboten, dass ich das hier auch etwas besser bauen kann. Und dann hier wieder ein Fenster mitten rein, so. Genau, und dann hier nochmal so ein Doppelfenster. Und dann haben wir hier nochmal ein alleinstehendes. Gut, diese provisorischen Holzbögen, die verschwinden natürlich. Die haben jetzt nur hier der Veranschaulichung. Und oh, okay. Da kommt das Herbstwetter vorbei. Ich habe hier während der Planung einfach schon zweimal Slash Clear machen müssen. Und oha, da hat gerade der Blitz, glaube ich, eingeschlagen. Aber ich lasse jetzt einfach mal dieses Herbstwetter. Hier der Donner, der scheppert zwar ordentlich rein, aber das kann ich ja dann einfach im Nachhinein nachjustieren, wenn ich da dran denke, dass ihr auch noch was anderes außer Donner hört, weil bei mir ist er ja jetzt schon ziemlich laut, muss ich sagen. Muss ich richtig gegen anschreien. Gut, ja, dann mache ich jetzt mal mich an die Böden hier. Die setze ich auch einmal mit World Edit. Da ist natürlich jetzt blöd, ich kann das nicht 1:1 so rüber kopieren, weil ich sonst da Gras und alles mit außen rum dabei habe. Das muss ich jetzt auf einem Stockwerk nochmal ordentlich machen, weil ich da gleich sinnvoll vorgehen möchte. Ich hoffe, das klappt so, wie ich es mir vorstelle. Aber das sehen wir dann gleich. Ah, direkt mit auswählen. Dann spare ich mir den Weg hin und her. So, und dann mache ich einmal Set Oak Planks. Hier gibt es dann sogar Button und alles aus verschiedenen Hölzern. Voll cool, was es in den Versionen hier alles gibt. So. Gut, und ich werde heute ein bisschen was erzählen. Einfach mal so ein bisschen, was hier auf jeden Fall wichtig ist, mal zum Anfang. Wieso denn überhaupt LBFB? Das ist, denke ich, eine sehr wichtige Frage. Oha. Oh, wieder. Ich sehe schon kommen, dass hier alles kaputt ist, wenn ich nachher das Haus verlasse. Da geht es ja mies ab da draußen. Aber ja, zu der Frage, wieso denn LBFB? Weil ich kann viel auf YouTube machen. Ich könnte Fortnite und Among Us und andere gehypte Spiele spielen und hoffen, dass ich dadurch dann irgendwie ein bisschen was vom Hype mit abbekomme.
Aber nee, ich mache einfach hier, worauf ich Bock habe, weil ich da einfach mehr Sinn darin sehe, als nur zu versuchen, irgendwo mich anzuschließen, irgendwo hinterherzurennen oder so, irgendwo einen Hype mit abzugreifen. Und vielleicht kommt ja auch noch ein Fantastic Beasts Hype, würde mich zumindest freuen, ganz unabhängig von dem Format auch. Aber wie bin ich denn überhaupt, boah, ist hier dunkel, wo geht's raus? Hilfe! Hallo? Ah, da. So, warte, jetzt muss ich diesen Block hier auswählen, glaube ich. Und jetzt verlasse ich das Gebäude einmal, dann schauen wir mal, ob das klappt. 1, 2, dann bleiben noch 14. Das schaut doch schon mal ganz gut aus, oder? Das mache ich mal hier drüben, wo die Blöcke ganze Blöcke sind. Einmal einen Kontrollblick. Wir haben hier 1, 2, 3. Genau, und dann hier eben oben das Ding. Und hier wieder 2. Und wieder 2 Fenster, ja. Doch, es müsste eigentlich alles stimmen. Wir haben immer 2 Blöcke so. Und 2 Blockfenster dazwischen. Klar, jetzt die Glasscheiben, die fehlen noch. Aber das ist jetzt auch wieder ein bisschen Arbeit, weil ich die ja teilweise jetzt chiseln muss hier, um die da reinzubekommen. Heißt, es ist was ich einfach im Off mal mache, weil das ist jetzt nicht so sehenswert. Aber wer mal sehen will, wie ich solche Fenster mache, der soll einfach in die nächste Folge reingucken, weil da werde ich dann da drüben wieder ein bisschen weiter bauen und einfach mal die Glasfenster in der Folge bauen. Weil ich dachte mir, so ein bisschen Chisel und Bits, das ist ja auch hin und wieder ganz interessant, sich das anzusehen, wie ich da hier alles im kleinsten Detail baue, oha. Und dann baue ich das schon auch mal hin und wieder in der Folge, aber halt nicht alles, weil es einfach zu viel Zeit eben verschwendet. Gut, ja, dann würde ich sagen, belasse ich es mal kurz dabei, weil hier vorne, da muss ich dann auch wieder so viel rumschüsseln und zähle mal hier bei der Kirche auch ein paar Blöcke ab. Alter, das geht ja echt richtig ab da oben. 1, 2, 3, 4. Uiuiui, bekomme ja fast Angst hier. Gut, weil hier auf dieser Länge müssen 9 Blöcke rein, 9 Blöcke sage ich schon, 9 Fenster. Weiß jetzt nicht mehr genau an welchen Stellen, aber ich glaube es waren immer 3 und Fenster. Genau. Das sehen wir gleich. Boah, aber hier einfach auch dieses Texture Pack, dieser Shader. Okay, die Partikel, die sind irgendwie ein bisschen enttäuschend. Aber da vorne auf der Straße oder auf dem Stein sieht man es wahrscheinlich besser. Wie hier einfach so die einzelnen Wassertropfen da hüpfen. Also nicht die Partikel, die man hier sieht, sondern vom Shader. Boah, ich liebe dieses Texture Pack. Ich liebe diesen Shader. Ich liebe meinen PC, dass der das einfach so packt. Gut. 1, 2, 3, zack, 1, 2, 3, zack, 1, 2, 3, zack, 1, 2, 3, 4. Ja, doch, das müsste passen, wenn jetzt die Fensteranzahl noch stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, wunderbar. Gut, dann kann ich jetzt auf mein Thema zurückkommen, weil, ja, wie komme ich denn überhaupt auf Fantastic Beasts im Allgemeinen, ganz unabhängig jetzt hier von dem Minecraft-Format dazu? Also, ich habe halt schon lange meinen Gefallen so an Harry Potter gefunden, kann ich sagen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das inzwischen her ist, dass ich die Bücher gelesen habe. War das 2010 oder 2009, wie ich die zu Weihnachten bekommen habe? Irgendwas um den Dreh rum, ich kann es gar nicht mehr sicher sagen. Zumindest ich habe die vor Ewigkeiten mal zu Weihnachten bekommen und am Anfang, da hat sich's natürlich erstmal gezogen, dass ich so ein Buch gelesen habe, weil damals war ich dann auch noch vergleichsweise ein bisschen kleiner, obwohl ich immer noch klein bin. Und da war ich dann noch nicht ganz so drin, solche Bücher mit solchen Seitenzahlen zu lesen. Ja, jetzt habe ich natürlich noch keine Ahnung, wie die Fenster genau werden sollen. Ich glaube aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen höher. Ich weiß gar nicht, was ich da immer an Abstand hatte zum Boden. Und ich habe jetzt das richtige Bild auch gerade nicht da, weil ich immer noch hier bei dem Gebäude drüben das Bild gerade rausgelegt hatte praktisch. Ja, ich mache das jetzt einfach mal so immer. Und die Säulen sind jetzt ja auch erstmal nur provisorisch eigentlich, kann man sagen. Mache ich jetzt auch immer so. Kopiere ich jetzt einfach mal rum. Also da ist ja noch nichts an Detail oder so dran, was dann ein bisschen noch geschisselt wird. Aber nichts, was ich jetzt in Folgen alles groß machen will, weil es einfach zu zeitaufwendig ist. Genau, und dann habe ich den ersten Teil gelesen. Das hat sich ewig gezogen, weil das war damals einfach so ein unglaublich dickes Buch für mich. Damals habe ich halt solche Leseanfänger, Kinderbücher und sonst was gelesen. Wenn das zeitlich reicht, okay, Leseanfänger vielleicht nicht mehr ganz. Aber es waren halt immer nur so dünne, schlichte, einfache Bücher mit irgendwelchen Kindergeschichten. Und dann halt auf einmal mein erster richtiger Roman, Harry Potter. Da habe ich dann einen Monat dran gesessen.
Aber da hat mich die Begeisterung gepackt und der zweite Teil, der war dann gleich innerhalb von ein paar Tagen gelesen. Ja, und so ging das halt weiter über die Jahre. Aber was mir natürlich in meinem Alter halt komplett gefehlt hat und wie es wahrscheinlich auch hier einigen Leuten geht, weil ja doch auch einige jüngere Zuschauer hier mit dabei sind, kann ich das nicht irgendwie, ich kann das doch bestimmt auch kopieren, wenn ich einfach sage, so, dann müsste ja eigentlich hier der leere Block auch kopiert sein, oder? Wir sehen es gleich. Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay, hier habe ich es natürlich schon dort. Aber wenn ich jetzt hier Paste sage, wird dann das Loch kopiert? Ja, das Loch wird kopiert. Perfekt. Sehr angenehm. Boah, diese Atmosphäre hier mit dem Regen. Ich finde es gerade irgendwie sau cool. Es hat einfach so richtige Herbst-Vibes. Ja, aber was mir halt immer gefehlt hat, ist halt eigentlich die Zeit, wo Harry Potter so richtig noch im Hype und im Trend und wie auch immer war. Also da war ich halt schon fast ein bisschen zu spät dran. Ich habe zwar dann noch mitbekommen, wie ich schon wusste, was Harry Potter ist, wie die Filme im Kino liefen, noch die letzten, aber da war ich dann halt auch noch zu klein dafür, um die da überhaupt da anschauen zu dürfen und kannte auch noch nicht alle Bücher und kannte auch die Filme zuvor dann noch nicht alle und so. Und das habe ich halt damals dann entsprechend komplett verpasst. Und dann irgendwann kam so Fantastic Beasts und das war natürlich dann so die Top-Sache, weil man halt einfach nochmal die Möglichkeit hatte, das, was man damals verpasst hatte, da so ein bisschen selbst mitzuerleben. Und das war dann natürlich eine saucoole Sache. Jetzt sind es auch immer drei natürlich. Jetzt markiere ich mir das. Ne, ich mache es auch wieder von außen, ist ein bisschen leichter. Und so war ich halt beim ersten Fantastic Beasts-Teil im Kino, ich glaube, ganz allein oder so in dem Saal in der Vorpremiere, habe das halt damals dann direkt wieder gefühlt und so. Das war halt dann einfach sauschön, mal diese Welt auf Leinwand zu sehen und so. Und das hat mich halt direkt mitgenommen. Also im positiven Sinne mitgenommen. Und ja, dann hat mich das halt eigentlich gleich so gefesselt, dass ich da auch voll dann dran geblieben bin. Einfach da voll das Interesse dran gefunden habe. Jetzt muss ich erst wieder meine Hilfsblöcke hier praktisch setzen, dass ich dann die entsprechenden Positionen finde. Und ich habe den Film dann nicht nur einmal im Kino gesehen, sondern mehrmals. Und beim zweiten Film, also bei Crimes of Grindelwald, da war es dann gleich noch öfter. und da habe ich dann auch einen Pappaufsteller aus dem Kino mitnehmen dürfen. Also da habe ich dann so... was mache ich denn? Das war jetzt ungünstig. Da habe ich dann hier bei den Kinos so angefragt und habe jetzt so einen riesen Pappaufsteller in meinem Zimmer stehen. Also ja, Fantastic Beasts, das hat mich dann irgendwie direkt nochmal mehr beeindrucken können, auch in der Hinsicht, weil halt einfach die ganze Welt ja nochmal ein bisschen neu eröffnet wurde und dann nicht einfach das schon ein bisschen breit getretene Harry Potter war. Also klar, ich kann mich mit Harry Potter immer noch nach all den Jahren genauso beschäftigen, überhaupt keine Frage. Aber einfach jetzt nochmal da neuen Input zu haben, ist natürlich auch deutlich spannender, als immer dieselben Filme zu sehen, immer dieselben Bücher zu lesen und so. Ja, und da habe ich dann halt so über Harry Potter hinaus, wo ich halt schon ein großer Fan von war, eigentlich meine Leidenschaft mehr oder weniger noch drin gefunden. Und irgendwann war ich dann halt an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache so YouTube und so. Und dann habe ich halt anfangs keine Ahnung gehabt, was ich genau mache, aber ich wollte das halt einfach ein bisschen machen, so eine Challenge für mich selber. Und hatte da halt einfach Bock, ein bisschen was kreativ zu schaffen. Bloß anfangs war es halt noch nicht wirklich kreativ, weil da habe ich dann halt einfach Let's Plays, Lego Harry Potter, was es inzwischen, glaube ich, nicht mal mehr gibt auf meinem Kanal. Und angefangen mit den Videospielen, einfach das beides zu spielen. Und irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist ja aber keine Zukunft oder so, das ist ja beides was. Da spiele ich ein Spiel nach dem nächsten durch und so, dann ist es halt immer vorbei. Es sind Spiele, die sind teilweise auch schon uralt. Also da gibt es Spiele, die sind älter als ich, die ich gespielt habe. Und die gibt es natürlich auf YouTube auch schon hundertfach, tausendfach. Ich will gar nicht wissen, wie oft. Und dann bin ich da natürlich, da wäre ich natürlich dann nie weit gekommen. Also ich meine jetzt gar nicht so vom Erfolg oder so, sondern halt einfach, wie viel ich da an Content bringen kann und so. Und dann habe ich halt überlegt, was kann ich denn machen und so. Dann kam auch mal Flu Network noch vorbei, das hat mir ganz gut reingepasst. Aber es war halt nie was Eigenes. Ich wollte halt einfach irgendwas Eigenes mal machen. Und so habe ich dann rumüberlegt. Da hatte ich auch mal eine Flu Network Folge zusammen mit dem Hennes im Discord verbracht, wo wir überlegt hatten, so was kann ich denn auf meinem Kanal machen und so. Und irgendwann hat sich bei mir da halt die Idee entwickelt, so, weil ich neben Harry Potter und so, neben der ganzen Welt halt auch mein Interesse an Amerika habe und da mal hingehen möchte.
dann dachte ich mir, ist es doch eigentlich so dieses perfekte Ding, da einfach in der Richtung ein bisschen was zu machen. Und so wurde halt praktisch dann die grundlegende Idee für LBFB geschaffen. Ja, das war jetzt eine etwas kurze, aber ganz gut zusammengefasste Story, denke ich mal. Während ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr groß weiß, was ich jetzt gerade noch machen soll. Also klar, hier in der Kirche, da gibt es noch haufenweise zu machen. Jetzt wäre die nächste Frage, wie hoch die Mauern werden. Ich glaube, da haben wir gar keine richtige Vorgabe. Ich glaube, das wäre was, wo ich tatsächlich dann einfach auf meine alte Vorlage zurückgreifen würde und einfach schauen, wie habe ich es beim letzten Mal gemacht, weil nach all den Versuchen und der Zusammenarbeit, muss ich echt sagen, sah die Kirche schon ziemlich top aus. So, auch hier wird es dann nochmal spannend, ob das hier von den Maßen so passt und auch hier kommen dann wieder Fenster rein. Da kann man aber auch sagen, dass hier sogar vielleicht zwei Abstand sind und dann hier ein Fenster und da biegt sich das hier um die Kurve. Während dann hier vorne irgendwie nochmal ein Fenster rein muss, was ja aber aktuell gar nicht ganz aufgeht, zumindest nicht auf dem Block genau. Muss ich dann auch wieder rumschisseln und so. Ja, auch hier die Wände, da habe ich ja ehrlich gar keinen Bock drauf, das da dann wieder schisseln zu müssen. Es geht ja nämlich hier in so zwei Winkeln, da habe ich auch schon so viel Zeit drauf verschwendet. Das ist auch was ich definitiv wieder im Off machen werde. Oder halt mit der Little Tiles Mod, aber die kann halt noch ein paar Tage brauchen, bis sie kommt. Aber ich glaube, das letzte Mal habe ich das sogar auch alles mit Chisel und Bits gemacht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also vielleicht bekomme ich es ja noch einmal hin. Mal schauen, ob ich da die Motivation für finde oder ob ich dann hier diesen Bereich einfach demnächst mal für lange, lange Zeit stehen lasse, ohne dass sich hier noch viel tut. Und dann einfach anderswo weitermache und dieser Bereich hier einfach mal so jetzt im Rohbau praktisch stehen bleibt. Jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall noch eine Schicht oben drauf, kann man ganz klar sagen. Da ja, ziehe ich das hier einfach einmal nochmal drüber. Wobei ich kann es ja erstmal hochstacken und die Löcher dann schließen. Wobei, nee, so rum funktioniert es ja gar nicht. Da habe ich vorhin gut mitgedacht und das Eck hier ausgewählt. Weil ansonsten hätte mir hier ein Stück gefehlt. Dadurch, dass das hier auf unterschiedlicher Höhe ist. So. Machen wir hier auf jeden Fall nochmal Stack um 1. Und dann einmal die Fenster nochmal zu. Wobei, da kann ich dann auch gleich wieder stacken. Das werden dann Stack um, boah, sagen wir 22 oder so. Ah, nicht ganz, schade. Gut, gut. Dann kommt hier eben das Dach drauf, hier vorne. Die Front, die wird eben ja nochmal ein bisschen aufwendiger gestaltet. Da kann ich auch einmal sagen, Stack um 30 so. Um hier einfach mal so kurz noch ein paar Anhaltspunkte praktisch zu schaffen, bevor ich das dann hier echt ein bisschen zumindest ruhen lasse. Ja, und hier dann wieder Dach drauf. Da habe ich aber keine Ahnung, was für ein Dach. Deshalb lasse ich das jetzt einfach mal so. Aber ich würde sagen, hier komme ich mal zum Ende, um die Folgen doch schön kurz und knapp zu halten. Und wir hören uns dann kommenden Donnerstag wieder zu einer neuen Folge von LBFB. Allerdings dann wieder anderswo. Stimmt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, da werde ich dann das Fenster in der Folge ein bisschen schisseln. Also das wird mehr oder weniger eine Schissel- und Bits-Folge. Vielleicht mache ich auch noch andere Aufgaben. Aber zumindest dieser Bereich hier, der bleibt jetzt so mal bestehen. Das darf hier jetzt erstmal etwas ruhen, während ich dann mich demnächst mit anderen Bereichen beschäftige und wahrscheinlich auch noch einen dritten Bauabschnitt aufmachen werde, dass wir halt einfach die Möglichkeiten haben, da so ein bisschen zu variieren, mal da ein bisschen was zu machen, mal da ein bisschen was zu machen, dass jetzt erstmal möglichst schnell in möglichst kurzer Zeit das Ganze hier schön aus dem Boden nach oben wächst. Aber ich ziehe das Ende hier gerade schon wieder viel zu lang, deshalb gerne bis morgen Abend live oder dann am Donnerstag zu einer neuen Folge von LBFB. Macht's gut, Leute, haut rein und ciao.